Magic funktioniert zu Beginn ganz gut. Das ist eine ihrer großen Schwachstellen gewesen in den vergangenen Wochen. Und McGrady, da hat man schon gesehen, wie schnell er ist. Ein unglaublich flinker Erster. Clever gespielt von Darrell Armstrong. Ein beliebter Trick, den Gegner einfach anzuwerfen. Nochmal diese Finte von Tracy McGrady und man sieht, wie schnell er an seinem Gegenspieler Jerome Williams vorbei ist. Der allerdings in dieser Saison könnte damit zusammenhängen, dass sein Vertrag ausläuft und er gerne in den nächsten Jahren etwas mehr verdienen möchte. Nochmal Ballverlust bei Orlando. Vince Carter, ja, so spektakulär kann er momentan nicht abschließen. Wie so oft in dieser Saison, frühzeitig in einem Spiel den Kopf hängen zu lassen, wenn es mal nicht so läuft. Vince Carter, was sind das für Würfe? Da stellen sich bei jedem Trainer die Nackenhaare auf, die er dann nicht sonderlich gut besetzt ist bei den Magic. Sie wollten im vergangenen Sommer Antonio Davis für sehr viel Geld verpflichten, aber der ist lieber in Toronto geblieben. Mit der Nummer 33, da wollte er zum Rebound gehen, braucht er nicht bei diesem Wurf von Vince Carter. Teilig von Grant, der versteht immer sehr gut, seine Gegenspieler wegzuschieben vom Korb, bis sie möglichst einen schlechten Blick haben beim Wurf. 3 Punkte Tracy McGrady, also so frei darf man ihn da nicht stehen lassen. Er hat nicht ab und zu auch mal komplett Aussetzer. Hier nochmal der Dreier von Tracy McGrady, da ist überhaupt kein Gegenspieler in Sicht. Und dann schnell den Ball noch zu Tracy McGrady. So wie der drauf ist, trifft er auch von der Mittellinie momentan. Diesmal nicht. Das waren die ersten 12 Minuten. Orlando führt, kurze Pause, dann mehr Basketball aus dem TD Waterhouse. Tief zurückhalten, insbesondere Vince Carter. McGrady hier beim Rebound. Ein Athlet, ein Spieler, der unheimlich viel Körpergefühl hat. Sieht manchmal etwas zu lässig und relaxed aus, wie er da zum Korb zieht, aber sehr effektiv. Das Foulspiel von Maurice Peterson schickt Tracy McGrady an die Freiwurflinie. Ja klar, dass da ein bisschen Trash-Talk von der Bank kommt. Und der Cousin lässt sich tatsächlich beeindrucken. Erster Fehlwurf von Tracy McGrady. War im letzten Sommer viel bei Shaquille O'Neal in Los Angeles, Tracy McGrady, um dort zu trainieren, hat sich auch mit Kobe Bryant angefreundet. Und gerade zwischen Kobe und Tracy McGrady ist eine ganz besondere Beziehung entstanden. Kobe hat versucht, McGrady Tracy McGrady ein wenig aktiver als Vince Carter, zieht häufiger zum Korb. Das wirft man Vince auch immer wieder vor, dass er zu wenig zum Korb zieht, zu wenig aus seiner Athletik macht. Ganz anders McGrady. Der hat zwar keine gute Quote, wie man hier sieht, 3 von 10 aus dem Feld, aber er versucht, sich Selbstvertrauen zu holen, indem er 1 gegen 1 Situationen geht, zum Korb geht und wie in diesem Fall Freiwürfe holt. Man merkt, dass hier in Statistiken 3 Jahre hat es gedauert, bis er so richtig in die Gänge kam. Die ersten 3 Spielzeiten in Toronto, 11 Punkte im Schnitt. Die letzten 2 in Orlando, 26 im Schnitt. Auch mehr Rebounds. Er ist in Orlando ganz eindeutig zu einer Führungspersönlichkeit gereift. In Toronto, da war eigentlich noch kein Platz neben Vince Carter. Sagte auch die Mutter von Tracy McGrady und forcierte damals den Wechsel ihres Sohnes nach Holland. Noch einmal Vince Carter, die letzte Aktion der Raptors in der ersten Hälfte. Immerhin, sie gehört ihm. Und dann gibt es doch noch einen Fehler. Alvin Williams, das wären leicht verdiente Punkte gewesen, trifft er aber nicht. Also ein unterhaltsames, wenn auch kein hochklassiges Basketballspiel, verspricht aber eine spannende zweite Halbzeit zu geben. Die gibt es gleich nach einer kurzen Pause. Und der macht nur 1 Punkt raus. Antonio Davis, auch von ihm heute eher eine zurückhaltendere Vorstellung. G
Garrity. Ganz schnell dieser Dreier. Für einen großen Spieler ein exzellenter Schütze, aber was ist da passiert bei diesem Drei-Punkte-Wurf? Vince Carter liegt benommen am Boden und er war in dieser Phase der Gegenspieler von Garrity. Da in der Mitte die Mutter von Vince Carter mit besorgtem Blick. Denn Air Canada verletzt sich bei dieser Aktion. Und zwar so schwer, dass er ausgewechselt werden muss. Die Wiederholung wird es zeigen. Garrity steigt hoch zum Drei-Punkte-Wurf und trifft dabei Vince Carter im Gesicht. Und zwar an der Nase. Mit dem Ellbogen, zack. Zum Glück nicht ins Auge. Es ist auch nichts gebrochen, aber Vince Carter minutenlang bleibt er benommen auf der Bank sitzen, geht auch das Offensive Rebounds sich zu holen. Da sind sie das drittbeste Team der NBA. Garrity, immer der Blick zu McGrady und wenn er so nah am Korb ist, dann kaum zu stoppen. Dreifer entschieden haben. Hier nochmal dieser lustige Wurf aus dem Lauf heraus von Darrell Armstrong und Tracy McGrady. Die Magic. Und sie passen auf in der Verteidigung. Das kennt man gar nicht von ihnen. Normalerweise in den letzten Wochen Spiele verloren mit 110 Punkten kassiert. Gegen Boston haben sie 130 bekommen. Drei Punkte von Tracy McGrady. Man muss ihm einfach näher auf den Füßen stehen, aber dann, wenn man ganz nah dran geht, dann zieht er an einem vorbei. Schwer zu verteidigen, dieser unglaublich wendige, quirlige Tracy McGrady. Die T-Mac Attack, also nach der etwas durchwachsenen ersten Halbzeit. McGrady jetzt mit einer einigermaßen akzeptablen Bilanz. 5. McGrady gegen Jerome Williams. Er schießt einfach über ihn weg. Williams mit Knieproblemen.